hat ein Thema für Technikfreaks oder Leute, die gerne neue Sachen entdecken. Und zwar ging es um Hörgeräte. Bei den Hörgeräten ist es so, dass es schon mehrere Jahre jetzt Geräte gibt für Hingersohr mit einer Zuleitung ins Ohr, also so ein Käbel oder Schläuchli, wo ihr mit Akku aufladen könnt. Seit ein paar Monaten gibt es auch noch ein Gerät für die Ohr. Hier habe ich ein schwarzes, gibt es natürlich auch beige, also dass es ein bisschen Farbe oder farblich auf die Haut anpasst. Das könnte man natürlich dann schauen. Ich habe es jetzt schwarz gewählt und ich finde das ganz cool. Sieht aus wie ein Kopfhörer, wo man Musik hört. Respektive mich kann das auch koppeln mit dem Handy, für Musik zu hören, einen Film zu schauen, zum Beispiel über das Tablet, weil es Bluetooth-tauglich ist. Ihr könnt damit euer Telefongespräch führen, dann läutet es im Hörgerät drin. Und natürlich in erster Linie euren Hörverlust versorgen, korrigieren lassen. Jetzt ist es auch so, dass es je nach Typ oder wie viel das ihr drinnen wollt haben an Futures, könnt ihr auch Schrittzähler drin haben, ihr könnt eine Fitness-App darüber koppeln durch das und könnt auch über die App vom Gerät eigentlich ein Sprachübersetzungstool haben. Das heisst, ihr könntet in Gesprochen, wenn euch jemand ins Handy oder ins Hörgerät redet, tut sich das synchron nachher Deutsch übersetzen oder in die Sprache, die ihr es dann wollt. Wir haben das getestet, das geht auf Thailändisch, das geht Arabisch, das geht also wirklich in jeder Sprache auf dieser Welt und es geht wirklich. Wenn ihr interessiert seid, so ein Hörgerät zu probieren oder zu tragen oder ihr habt wirklich Hörverlust oder habt jemand in der Familie oder Bekanntenkreis, dann tut es doch erzählen oder das Video weiterleiten, weil dann können sie sich mal melden, sie sehen es einfach per Video im Moment oder auch einen Termin abmachen bei uns, weil wir haben offen und dann können wir das mal näher darauf eingehen und erklären. Und was ganz wichtig ist eben, ihr könnt es hier in das Etwine tun, das hat ein Magnet, wo das dran bleibt. Und dann nachher tut das aufladen. Das hat, der Akku hat mehr als einen Tag. Oder er muss zumindest einen Tag, wenn man ganz viel streamt. Wenn man jetzt den ganzen Tag Filme schaut, dann muss man es natürlich dann schon aufladen. Und dann tut es einfach am Abend rein, mit dem Kabel anstecken, lädt morgens wieder alles in der Ordnung. Das ist ganz eine coole Sache, wirklich. Und ich bin voll und ganz überzeugt von diesem Produkt und ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Wir haben natürlich auch ganz andere Sortimente. Wir haben eine Riesenauswahl. Wir, wir sind wirklich herstellerunabhängig. Also wir tun nicht einfach nur von einem Lieferanten irgendwie Hörgeräte anbieten. Wir haben wirklich grosse Auswahl und darum auch ganz kompetente zusätzliche Beratung, weil wir euch alles bieten können. Tut euch doch mal unverbindlich für einen Beratungstermin anmelden und dann können wir das nochmal anschauen zusammen. Merci vielmals fürs Zuhören und jetzt wünsche ich euch ganz einen schönen Tag. Ade miteinander. Merci fürs Zuhören.